Das ist Theresa Schmidt. Im Netz findet sich ein Abbild ihrer Identität. Persönliches, Freunde, Interessen, Kontonummer. Nicht nur über Theresa, über jeden von uns gibt es massenhaft Daten. Und die lassen sich auswerten mit Big Data. Big Data als neue Perspektive auf die Welt ist so mächtig und wird alle unsere Lebensbereiche beeinflussen, so wie es der Buchdruck getan hat, so wie es die Aufklärung getan hat, so wie es vielleicht die industrielle Revolution getan hat. Doch was genau ist Big Data? Wir alle hinterlassen ständig Datenspuren über E-Mails oder Fotos, wenn wir googeln oder Apps nutzen. Weltweit erzeugen wir täglich 2,5 Trillionen Bytes an Daten. Auf Blu-ray-Disc gespeichert und gestapelt wäre der Datenturm mehr als viermal so hoch wie der Eiffelturm, jeden Tag. Diese Daten lassen sich scannen mit Algorithmen, die nach Mustern suchen. Sie können unsere Daten nicht nur finden, sondern ganz neue Erkenntnisse aus ihnen gewinnen. Durch Big Data wird sich unsere Welt tiefgreifend verändern. Davon ist der renommierte Internetprofessor Viktor Mayer-Schönberger überzeugt. Big Data ist unsere Fähigkeit, aus vielen Daten Einsichten zu gewinnen, Verständnis über die Welt zu gewinnen, die sich aus wenigen Daten nicht gewinnen lassen. Das ist so, als würde die Quantität an Daten irgendwann einmal eine neue Qualität in ein neues Verstehen umschlagen. Denn mit Big Data lässt sich nicht nur unser früheres Verhalten analysieren, sogar Vorhersagen sind möglich, auch bei Theresa. Die Studentin hat ein geringes Einkommen, jobbt als Kellnerin, Kredite hatte sie bislang keine. Jetzt möchte sie in die USA reisen. Big Data kennt ihre finanzielle Situation und könnte ihr beispielsweise einen Kredit anbieten, noch bevor sie sich selbst Gedanken darüber gemacht hat. Schon heute gibt es Firmen, die Ähnliches machen, sogenannte Fintech-Unternehmen. Sie berücksichtigen unsere persönlichen Daten, um festzustellen, ob wir kreditwürdig sind. Beispielsweise, ob Theresa beim Online-Shopping immer rechtzeitig zahlt. Das hat Auswirkungen auf ihre Big-Data-Prognose. In dem Maße, in dem wir mit besseren Daten das Risiko besser einschätzen können, ist das gut. Aber es bedeutet auch, dass jene Menschen, deren Risiko hoch ist, und zwar zu Recht hoch ist, dann vielleicht gar keinen Kredit mehr bekommen. Selbst wenn wir versuchen, so wenig Daten wie möglich zu hinterlassen, findet Big Data dennoch jede Menge über uns heraus. Wer schafft es schon, heute ohne moderne Technik auszukommen? Beispiel Auto. Neue Modelle registrieren, wann das Spurhaltesystem anspringt, wann wir die Freisprechanlage nutzen, was wann repariert werden muss. Das alles ist längst bekannt. Neu ist diese Blackbox fürs Auto. Mit ihr kann man freiwillig Daten sammeln lassen. Diese Daten können ausgewertet und mit anderen Autofahrern verglichen werden. Fährt Theresa gut genug, erhält sie einen günstigeren Versicherungstarif. Was aber, wenn sie nicht so gut fährt? Oh, was macht der denn hier? Auch diese Daten werden gespeichert und könnten weitreichende Konsequenzen haben. Wenn unsere Fahrdaten verwendet werden, um die Versicherungsprämie zu berechnen, könnten diese Daten auch verwendet werden, um vorherzusagen, ob wir gute Autofahrer sind und uns vielleicht den Führerschein kosten. Das ist eine Verwendung für einen anderen Zweck. Das kann uns blühen. Die Gefahr? Sind Daten einmal im Netz, können sie theoretisch für immer neue Zwecke verwendet werden. Auch jede ihrer Bewegungen lässt Theresa aufzeichnen. Dieses Armband ist ein sogenannter Fitness-Tracker. Die Daten werden an eine App auf ihrem Handy gesendet. Die registriert, wie viele Schritte sie heute gemacht hat, welche Herzfrequenz sie hatte, wie viel Kalorien sie bis jetzt verbraucht hat. Auch daraus könnten in Zukunft Risiken berechnet werden. Und auch das kann uns vorgehalten werden, nicht nur, weil wir gestern genascht haben
oder einen Burger gegessen haben, sondern auch, weil aus diesen Daten wieder vorhergesagt werden kann, wie wahrscheinlich es ist, dass wir einen Herzinfarkt erleiden im Alter von 52 Jahren, den dann die Gesellschaft zu bezahlen hat, indem wir berufsunfähig werden und dann in Rente zu gehen haben. Der Fitness-Tracker sagt Theresa, dass sie sich heute mehr bewegen sollte. Noch ist das ihre freie Entscheidung. Aber eines Tages vielleicht nicht mehr, wenn diese Daten von Krankenversicherungen genutzt werden und Theresa ihren günstigeren Tarif behalten möchte. Der Internet-Experte befürchtet für die Zukunft eine Diktatur der Daten. Wir brauchen einen Datenschutz, dass die Verwendung, die sinnvolle Verwendung von Daten erlaubt, aber die verantwortungslose Verwendung von Daten stark reguliert. Das ist enorm wichtig. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird Big Data uns beherrschen und nicht wir Big Data. Es steht viel auf dem Spiel, je mächtiger die Datenanalyse wird. Politik und Gesellschaft sind gefordert, zu entscheiden, wie viel und welche Datennutzung wir zulassen.